So, einen wunderschönen guten Tag, liebe Jungs und Mädels. Es geht weiter. Erstmal quer durch Helsinki. Helsinki ist ja ein riesengroßer Hafen, mehr oder weniger gesehen. Und ich fahre ja jetzt zur Fähre. Ja, und insofern müssen wir uns hier mal ein bisschen durchkämpfen. Der Verkehr ist gar nicht so schlimm in Helsinki. Die Leute sind recht entspannt unterwegs. Das Problem ist nur, wie man hier sieht, die vielen Fußgängerüberwege, die es hier gibt. Die ein bisschen, will nicht sagen kompliziert machen, aber das ist halt, wenn man es nicht gewohnt ist, muss man ein bisschen aufpassen, weil die Leute ohne Rücksicht auf Verluste quasi über die Straße rennen. Ich habe ungefähr 20 Minuten Anfahrweg bis zur Fähre, bin dann ungefähr eine Stunde zu früh da, aber da man sowieso nie weiß, wie und wo man da eincheckt tut und macht, oder ich zumindest nicht, ist es, glaube ich, besser, ein bisschen früher da zu sein, um dann, sag ich mal, den richtigen Weg zu finden. Gut, ich habe so einen leichten Anflug von Schnupfen, weil mein Hotel nicht geheizt war. Insofern ein bisschen ärgerlich, dass ich jetzt noch keine Nacht draußen verbracht habe und trotzdem Schnupfen bekomme. Ganz einfach, weil ja im Hotel nur die Klimaanlage läuft quasi. Ne? Ansonsten aber keine Heizung. Die Finnen sind da noch nicht so. Für die ist das ja noch Hochsommer, glaube ich. Und insofern gibt es eben keine Heizung, so einfach ist das. Aber ist ja auch egal, früher oder später wäre das sowieso gekommen. Ja, spätestens wenn ich irgendwo campen gegangen wäre, auf irgendeine Art und Weise. So, und ich glaube, ich muss hier irgendwie geradeaus. Ach ja, und Bahn und Busse haben Vorfahrt, so wie das früher bei uns auch war. So, da sind wir. Wie gesagt, Helsinki, eine riesengroße Hafenstadt gefühlt. Wir müssen zum Check-in Autos. Aktuell sieht es gut ausgeschildert aus. Mal schauen, wie mit dem Check-in ausschaut. Eine Karte habe ich eigentlich schon. Ich habe es mir jetzt einfach gemacht und habe die App von Tallink runtergeladen. Und insofern sollte das eigentlich klappen. Mal schauen. Das läuft via Kamera, ne? Da bin ich ja gespannt, ob das klappt. Taxis und Check-in. Na, jetzt bin ich mal gespannt. Ich bin einfach mal langsam durchgefahren. Vielleicht hätte ich anhalten sollen. Ich habe aber nichts gesehen, dass man da anhalten muss. Seen anything about motorcycles in this right here? Yeah. Okay. Da bin ich wieder. Wie man sieht, ist schon ein bisschen später. Ich bin schon in meinem Hotel, habe auch schon das ein oder andere hinter mich gebracht. Das heißt, ich war jetzt schon beim Honda-Händler. Ich war schon in der Stadt ein bisschen was essen und so, ein bisschen mich umschauen, wo ich mich hier so befinde quasi letztendlich oder in welchem Teil der Stadt.
Und ja, habe auch schon geduscht, ne? Insofern sind ein paar Stunden vergangen, seitdem ich von der Fähre runter bin. Kurz nochmal zur Fähre, wie vorhin schon mal angedeutet. Die Fähre, ich bin mit Tallink heißt das, glaube ich, Tallinn Link, also quasi die Kombination aus Link und Tallinn gefahren. Ob es hier noch andere Fährverbindungen gibt, weiß ich nicht. Das war das, was als erstes im Internet mir ins Auge gestochen ist und ich dann auch entsprechend gebucht habe. Kann man per App buchen, kann man per Internet buchen, kann man vor Ort buchen, wie auch immer. Gibt unterschiedliche Möglichkeiten. Ich habe alles vorab schon mal gebucht. War super einfach, hat sich ja super einfach herausgestellt, muss ich sagen. Auf der finnischen Seite, sage ich mal, da wird irgendwie vorher dein Kennzeichen gescannt. Ob das hier auch so gemacht wird, weiß ich nicht. Und dann liegen eigentlich schon in dem Moment, wo du quasi in den Zollbereich, so nenne ich das jetzt einfach mal, reinfährt, liegen eigentlich deine Daten alle schon vor. Das funktioniert jetzt hier bei mir mit dem Motorrad nicht ganz so, abgesehen davon, dass bei mir noch das Thema SZ quasi im Nachnamen dazukommt. Insofern hat es bei mir ein bisschen länger gedauert als bei den anderen, aber ist ja egal, warten muss ich dann zum Schluss trotzdem ja auf das Boarden letztendlich. Die Fähre selber ist unglaublich gut ausgestattet. Also so eine Fähre habe ich echt schon seit langem nicht mehr gesehen. Das letzte Mal, wo ich auf so einer Art Fähre war, aber dann noch viel, viel kleiner, war in Hongkong. Also da war ja wirklich alles drauf zu finden. Da war ein Burger King, da waren zig verschiedene Restaurants drauf, da war eine kleine Spielhalle, da war irgend so ein VIP-Lounge-Kram drauf, Spielplätze und so weiter und so fort. Alles Mögliche. Also die 2 Stunden, die kriegt man da super, super schnell und einfach, sag ich mal, über Bord, beziehungsweise hinter sich als solches. War echt sehr, sehr schön. Es gibt auch ein, zwei Kabinen auf dem Boot, glaube ich. Ob man die jetzt für 2 Stunden braucht oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber die Fähre, die war echt wirklich schön. Also hat mir echt wahnsinnig gut gefallen. Und das Drumherum halt, wie schon mal gesagt, war super einfach und völlig problemlos. Auf der finnischen Seite aufs Schiff rauf und jetzt hier in Estland wieder runter. Klar, wir sind in Europa, aber auch da funktioniert nicht immer alles so reibungslos, ne? Also ich brauche bloß an irgendwelche Sachen in Griechenland oder so denken, wenn man da mit der Fähre fahren will. Sieht die Welt ein bisschen anders aus als hier. Das ist hier schon richtig, richtig gut organisiert. Gut, dann, wie vorhin schon mal erwähnt, war ich jetzt beim Honda-Händler, bin da rausgefahren, habe da nochmal meinen Fehlerspeicher auslesen lassen, musste dafür leider knapp 30 Euro bezahlen, 29 Euro oder so, um jetzt im Nachgang auch nicht schlauer zu sein. Im Grunde genommen hat die Auslesung erbracht, dass der Speed-Sensor einen Fehler hatte, Malfunction auf dem Speed-Sensor. Was auch immer das heißt, Speed-Sensor funktioniert, alles in Ordnung, gar kein Thema, lässt sich auch kein Fehler irgendwie erzeugen oder nachweisen. Nichtsdestotrotz ist das, was im Fehlerspeicher drin steht, eben dieser Speed-Sensor. Keine Ahnung, liegt vielleicht daran, dass ich schnell das Motorrad angeschalten habe und sofort losgefahren bin, ohne dass alle Systeme hochgefahren sind. Keine Ahnung. Und dass es dann 3, 4 Mal An- und Ausschalten gebraucht hat, um sich zu registrieren neu oder so, was weiß ich. Fakt ist, es ist was Harmloses. Und ich denke, es war nicht das letzte Mal, dass diese Lampe geleuchtet hat. Unter dem Umstand. Mal gucken. Ich fahre damit jetzt gemütlich nach Hause, bin aber vom Gedankengang her erstmal beruhigt, auch wenn ich mir das vorher schon eingeredet habe, weil rein vom Mechanischen her war da nichts wahrzunehmen, weder Geräusche noch irgendwas anderes, noch Auffälligkeiten wie Temperaturen oder ähnliches. Alles in Ordnung und Öldruck und so war ja auch alles in Ordnung. Insofern habe ich mir ohnehin nicht so viel Gedanken gemacht, was das Technische angeht. Aber wenn es jetzt nochmal schwarz auf weiß drin steht, dass der Speed-Sensor war, dann ist mir das aktuell sowieso erstmal egal. Und ja, dann kann sich dann eine Werkstatt zu Hause angucken. Wenn ich wieder zurück bin, da mit dem Elektrokram, will ich mich nicht sonst wie weit auseinandersetzen. Fakt ist für mich erstmal, ob es ein Problem ist für die Heimreise oder nicht. Und das ist definitiv keins. Insofern belangloser Kram. Leider bin ich dafür die 29 Euro losgeworden, aber hatte dafür auch noch das ein oder andere nette Gespräch vor Ort. Ja, soweit erstmal dazu, kurzer Zwischenstand. Morgen geht es dann los, Tallinn angucken. Tallinn ist mein Hauptziel, wie gesagt. Deshalb bin ich hier auch jetzt einfach mal 3, 4 Tage da. Ich habe hier 4 Übernachtungen im Radisson als solches. Ein nettes kleines Hotelzimmer. Kostet mich jetzt auch nicht wirklich viel. Kostet 43 Euro die Nacht.
mit Frühstück. Und insofern brauche ich mir nichts irgendwie am Rande der Stadt suchen. Hier ist dann die Altstadt gleich um die Ecke und von daher geht es eigentlich kaum besser, meiner Meinung nach. Für mich passt das und ja, da muss ich jetzt nicht am Strand campen oder so. Also, Tallinn gucken wir uns morgen an, beziehungsweise die nächsten Tage. Und wie es danach weitergeht, lasse ich mir jetzt so langsam aber sicher mal durch den Kopf gehen. Wir werden sehen. Erstmal Tallinn. Tallinn, die Hauptstadt Estlands, die im frühen 13. Jahrhundert gegründet worden ist, hat heute ungefähr 430.000 Einwohner und ist damit die mit Abstand größte Stadt in Estland. Hauptanzugspunkt der Stadt ist die Altstadt, die untere Stadt und der sich im Inneren verbergende Domberg, auf dem man eines der architektonisch eindrucksvollsten Gebäude Tallinns finden kann, die Alexander Nevski-Kathedrale. Aufgrund der vielfältigen Besatzungsmächte, die Estland, aber auch Tallinn im Laufe der Jahrhunderte durchlitten hat, sei es vom dänischen über das schwedische, deutsche oder russische Volk, findet man jede Menge Zeitgeschichte aus den unterschiedlichsten Epochen dieser Stadt. Die Unterstadt, Teil der Altstadt, wird vor allem durch viele hanseatische Bauten geprägt, durch die äußere Stadtmauer. Und hier finden sich zahlreiche kleine Restaurants und Souvenirshops. Es macht unglaublich Spaß, hier durch die kleinen Pflastergassen zu wandeln. Und hinter jeder Ecke findet sich eine neue Perle von Architektur oder Kultur. Ich wandle zunächst einmal entlang der Stadtmauer, schaue mir die unterschiedlichsten Wehrtürme an, die teilweise maritime Museen oder andere kulturelle Einrichtungen beherbergen und genieße einfach das fantastische Flair hier in der Unterstadt. Ebenfalls auch sehr berühmt ist die St. Olafskirche, denn sie war ihrer Zeit eines der größten Gebäude der Welt überhaupt. Und wie imposant dieses Gebäude wirklich ist, lässt sich schon beim ersten Schritt ins Innere erkennen. Der Kirchensaal selbst ist relativ einfach ausgestattet, aber auch hier finden sich hohe Decken, hohe Gewölbe, die unglaublich beeindruckend wirken. Ansonsten ist die Kirche relativ schlicht gestaltet, meiner Meinung nach, aber genau das macht sie aus meiner Sicht sehr interessant. Wenn man sich dann noch die Mühe macht, den rund 70 Meter hohen Kirchturm zu erklimmen, über eine sowohl links als auch rechts drehende Wendeltreppe, dann findet man von hier oben einen fantastischen Ausblick über die gesamte Stadt Tallinn. Zunächst einmal hat man einen hervorragenden Blick auf die Neubaugebiete im Hafen. Ebenfalls kann man von hier oben sehr gut die imposanten Ausmaße der Linnar Hall, einer Multifunktionshalle aus den 80er Jahren, sehen, welche ursprünglich für die Olympischen Spiele 1980 errichtet worden ist. Weiter rechts überblickt man den Hafen Tallinns, der Estland mit dem Rest der Welt verbindet. Aber auch die zahlreichen Neubaugebiete und finanzstarken Distrikte lassen sich von hier oben sehen. Und wie man sieht, ist Tallinn hier sehr geschäftig. Und wenn man Mut genug aufbringt, um hier auf dem etwas abenteuerlichen Konstrukt einmal um den Kirchturm herumzulaufen, dann findet man von hier oben den allerbesten Blick über die Dächer der Unterstadt, über die Altstadt und hoch zum eigentlichen Kern Tallinns, dem Domberg samt seiner Alexander Nevski-Kathedrale. Ein unglaublicher Ausblick, für den sich der Aufstieg auf den Kirchturm alle Male lohnt. Nun, das war die Olafskirche und ich kann nicht behaupten, dass das Spaß gemacht hat da oben. Das war jetzt nicht so angenehm, aber man hat halt einen fantastischen Ausblick von da oben und insofern lohnt sich es auf jeden Fall. Die 4-5 Euro, die man da bezahlt, sind auf jeden Fall gut angelegt, meiner Meinung nach. Man hat einen super Ausblick über die Stadt und vor allem hat man auch einen Ausblick auf den Berg letztendlich hier mittendrin, wo auch diese Zwiebelkirche steht. Insofern absolut zu empfehlen.
Für mich geht's weiter zum sogenannten Baltischen Markt, einer alten Marktstätte, die mittlerweile modernisiert wurde und zu allerlei Markttreiben aufweist. In dem äußeren Kern finden sich kleine Kioske, kleine Geschäfte wie Schokoladenständen, kleinen Cafés, Friseuren und ähnlichen Geschichten, alles was das Herz so begehrt. Im Inneren jedoch findet man einen waschechten Markt, der irgendwie den schmalen Grat zwischen alt und neu darstellt. Man findet hier wirklich vom Fischhändler über den Gemüsehändler, Obsthändler, eigentlich alles was das Herz begehrt. Und das dazu in einem wirklich super tollen Ambiente. Im zweiten Stock findet man dann allerlei Antikes, in dem vermutlich so jeder seinen Trödel findet, den er noch nie gesucht, aber dann hier endgültig findet. Weiterhin gibt es hier einen großen Markt mit allem möglichen Kram, wo man vom kasachischen Bonbon bis hin zu Großmutters gestrickter Wolljacke alles finden kann. Wirklich tolles Erlebnis, muss man unbedingt gesehen haben. Gleich hinter dem Markt findet man ein neues trendy Viertel, das sich aktuell noch im Wandel befindet. Hier findet man allerlei Kunst und was noch Kunst werden soll. Von zahlreichen Häuserwandbemalungen über skurrile Graffitis bis hin zu kleinen Sportplätzen, auf denen Pickleball oder Tennis oder Volleyball oder ähnliche Sachen gespielt werden können. Hier haben die Hipster von morgen sich breit gemacht, alte Lagerhallen umfunktioniert zu tollen, wirklich angenehmen kleinen Restaurants und Cafés. Und vor Ort findet man, wie gesagt, jede Menge Kunst, wie auch ein Fotografiska, einem wirklich tollen Fotomuseum, das seinen Ursprung, glaube ich, in Stockholm hat und 2010 gegründet worden ist, mittlerweile mehrere Ableger hat, sowohl hier natürlich in Tallinn, als auch in New York und ich glaube wirklich seit neuestem auch in Berlin. Etwas, was man sich wirklich mal angucken sollte, wenn man sich für Fotografie interessiert, wirklich spannend gemacht, ganz toll. Und vor allem hier vor Ort, auch außenrum, man tritt wie in eine völlig andere Welt ein. Am meisten gefällt mir hier vor allem, dass man sowohl Bilder aus den verschiedensten Revolutionszeitaltern, aber auch der Moderne vorfinden kann. Ein wirklich schön gemachtes Viertel, das man beim Besuch in Tallinn definitiv nicht auslassen sollte. Von hier aus zieht's mich dann in die Neubauviertel der Hafen. Sehr, sehr schick anzuschauen, ein absoluter Kontrast zu dem, was ich bisher gesehen habe, aber dennoch etwas, was zeigt, in welcher Aufbruchstimmung Tallinn sich bewegt. Hier wird so viel versucht, sich eine neue Identität zu schaffen, wirklich schön anzuschauen. Hier speziell sieht man im Hintergrund auch schon die Linna Hall, der Multifunktionshalle der Olympischen Spiele von 1980. Die Olympischen Spiele 1980 haben natürlich in Moskau stattgefunden. Nichtsdestotrotz haben hier vor Ort in Tallinn vor allem die Segel- und Wasserwettbewerbe stattgefunden. Insofern brauchte man auch hier eine Sportstätte. Und der Anspruch an die Architekten war damals, ein Gebäude zu bauen, das sowohl den Blick auf die Altstadt als auch den Blick auf das Meer erhält, damit man natürlich auch die Sportveranstaltung vernünftig beobachten kann. Leider lässt sich das Gebäude heutzutage nicht mehr betreten und man lässt es mehr oder weniger dem Zerfall zukommen. Sehr wahrscheinlich eine politische Entscheidung, die ich persönlich allerdings nicht nachvollziehen kann. Ich kenne dieses Gebäude aus den alten Olympiabüchern meiner Großeltern. Sehr, sehr schade, wenn man jetzt diesen Zustand sieht, wenn man doch weiß, dass es hier zuvor in drinnen einen großen Konzertsaal für rund 5000 Leute gab, eine Eiskunsthalle, in der entsprechende Wettbewerbe stattgefunden haben und später, glaube ich, auch noch diverse Eishockeyspiele in der estnischen Liga stattgefunden haben. Insofern wirklich sehr, sehr schade, was aus diesem Gebäude wird, aber eben auch ein Zeichen der alten Besatzungsmacht, dem man als Estland natürlich irgendwie entkommen möchte. Von hier aus führt mich mein Weg über Porto Franco, ebenfalls einem Neubauhafengebiet, in das vermutlich hipste und neueste und trendigste Viertel der Stadt. Hier hat man alt und modern miteinander verbunden auf eine Art und Weise, die einem kaum noch Worte offen lässt. Ein wirklich unglaubliches Viertel, in dem sich offensichtlich jung und alt wohlfühlen,
Dieses Viertel ist gespickt mit kleinen Läden, kleinen Hoteleinrichtungen, aber eben auch tollen Restaurants vom Japaner über den Griechen, über Italiener und Spanier. Hier findet man alles, was das Herz begehrt. Ein wirklich hipper Ort, an dem sich wirklich jeder Hipster und Hipster werden wollender die Klinke in die Hand gibt. Und auch wenn ich mich selbst nicht unbedingt dazu zähle, muss ich doch zugeben, dass mir dieses Viertel rein von der Art und Weise, wie man aus alt neu gemacht hat, unglaublich imponiert. Und ich kann nur empfehlen, hier definitiv mal den Weg reinzufinden. Von mir aus auch abends das ein oder andere Bier oder anderweitige Getränk zu genießen. Ein wirklich toller Ort mit sehr viel Flair, sehr, sehr interessant, ganz ehrlich. Aber nun wieder zurück zur Altstadt und seinen hanseatischen Gebäuden. Die Stadt selber hat, wie gesagt, viele Epochen durchgemacht, viele unterschiedliche Besatzungsmächte erlebt, darunter auch sehr viele deutsche Einflüsse, wodurch sich Tallinn über viele Jahrhunderte sich auch als Teil der Hanse betrachtet hat und dementsprechende Gebäude findet man hier vor Ort. Natürlich zwischendrin heutzutage auch jede Menge Souvenirs und Cafés und Restaurants und all dieser Mix zwischen den kleinen gepflasterten Gassen macht den Charme dieser Altstadt aus. Es ist unglaublich schön, hier den ganzen Tag durch die Gassen zu wandeln oder sich einfach auf dem großen Marktplatz niederzulassen und dem Treiben zuzusehen, den verschiedensten Sprachen der Besucher dieser Stadt zu lauschen und einfach den lieben Gott einen guten Mann sein lassen. Aber die Altstadt von Tallinn hat ja noch mehr zu bieten, neben so kleinen knuffigen Restaurants wie diesem hier und weiteren Kirchen und Plätzen, deren Namen ich mittlerweile schon wieder vergessen habe, findet man, wie hier zum Beispiel zu sehen, auch noch Litfaßsäulen in der Stadt. Und das ist nicht die einzige. Ich habe mittlerweile bestimmt 5 oder 6 gezählt. Etwas, was man heutzutage eigentlich nur noch selten sieht. Und egal aus welchem Blickwinkel man die Stadt betrachtet, sie ist einfach unglaublich schön, super fotogen und einfach nur ein Traum von einer Stadt. Nun aber auf zum Domberg, dem Herzen der Stadt Tallinns und natürlich auch dem Herzstück der Altstadt. Hier oben finden sich kleine Parks und vor allem auch ein großer Park, der um die halbe Altstadt geschwungen ist, wo man wieder zur Ruhe finden kann oder aber auch seinen sportlichen Aktivitäten nachgehen kann. Da ich es damit nicht so am Hut habe, suche ich weiter meinen Weg durch die Altstadt. Hier oben finden sich die inneren Wehrmauern und ich genieße meine Sicht auf das Treiben in der Unterstadt. Entlang der oberen Wehrmauern finden sich natürlich wieder verschiedenste Museen, die einem Einblick in die verschiedensten historischen Epochen der Stadt geben. Aber mir reicht vor allem die Sicht auf die Stadt und die tollen architektonischen Eindrücke, die man hier oben sammeln kann. Und zu guter Letzt ist da ja noch die Alexander Newski-Kathedrale, jenem klassischen orthodoxen Bau mit den tollen Zwiebeldächern, der hoch über der Stadt sein Antlitz trägt. Ein wirklich schöner Bau, der wahnsinnig beeindruckend ist und der vor allem hier oben auf dem höchsten Punkt des Berges perfekt platziert und eingebettet ist. Im Inneren finden sich die typischen Goldverzierungen an jeder Ecke, an jeder Wand, in jedem Gemälde. Hier drinnen darf man nicht fotografieren. Nichtsdestotrotz kann ich es empfehlen, hier auf jeden Fall reinzugehen. Der Eintritt ist kostenlos. Der Anblick im Inneren ist atemberaubend, aber auch wie immer bei dieser Art von Bauten etwas zu viel für meinen Geschmack. Nichtsdestotrotz architektonisch der absolute Wahnsinn. Gleich gegenüber findet man das estnische Parlamentsgebäude, das seit jeher Sitz der unterschiedlichen Führungsherrschaften war. Allerdings ist der Zutritt zum Gebäude nur an besonderen Tagen und ein solcher ist heute eben nicht. Daher führt mich mein Weg weiter zu den zahlreichen Aussichtsplattformen des Domberges. Von hier oben kann man wirklich in jede Himmelsrichtung blicken
unter anderem wie hier Richtung Bahnhof und dem neuen, ich nenne es mal Fotografiska-Viertel. Wenn man ein Stückchen weiter wandelt, kommt man zu einer der nördlichen Plattformen, auch hier umzingelt und umringt von Cafés und Souvenirgeschäften, mit einem fantastischen Ausblick auf die St. Olafskirche und über die roten Dächer der Altstadt Tallinns. Und wer jetzt noch immer gut zu Fuß ist, tritt den Rückweg runter in die Altstadt an, über einen der Hauptverkehrswege des Domberges. Ein wirklich imposanter Gang hinunter in die Altstadt, der aufgrund des Kopfsteinpflasters vielleicht ab und zu eine kleine Schwierigkeit darstellt. Aber auch hier in den Gängen findet man allerlei Straßenmusiker, Künstler, die ihre Kunst an den Mann bringen. Und man fühlt sich auf jeden Fall auf dem Weg runter in die Altstadt gut unterhalten. Hier unten angekommen, wartet nach wie vor allerhand zu entdecken. Hinter jeder Ecke findet man irgendwas super Interessantes. Und wenn man sich wirklich darauf einlässt, dann kann man hier wirklich in dieser Stadt Tage verbringen. Ich habe garantiert nicht alles hier gesehen und habe nur an der Spitze des Eisberges gekratzt. Aber alleine das reicht mir schon, um zu sagen, ich werde definitiv irgendwann wiederkommen. Nachdem ich jetzt für 2,5 Tage in der Stadt Tallinn unterwegs war, war es wirklich super, super schön, das muss man sagen. Habe ich heute die Gelegenheit genutzt, mal hier raus in den Katharinenpark zu gehen. Karioru-Park oder so heißt er, glaube ich, genau. Wie auch immer, hier draußen gibt es ein sehr, sehr schönes Kunstmuseum. Das Como-Museum, das habe ich mir jetzt gerade angeguckt. Habe ich euch nicht mit reingenommen. Ich denke, das ist nicht unbedingt für jedermann geeignet. War aber super, super spannend, muss ich sagen. Ist vom Preis her auch in Ordnung, kostet 14 Euro, glaube ich. Ist für das Gebotene auf jeden Fall super top, wenn man sich da drin so ein bisschen umschaut. Das ist architektonisch schon absolut irre, von außen schon super schick, innen drinne auch. Und aktuell findet da eine lateinamerikanische Ausstellung und natürlich estnische Kunst letztendlich aus den letzten Jahrhunderten. Super, super interessant, wirklich schön, lohnt sich auf jeden Fall. Vor allem auch die Kunst an sich ist vielleicht nicht unbedingt jedermanns Sache, muss halt jeder für sich entscheiden. Aber schon alleine das Arrangement, so wie das da drin ausgestellt ist, ist schon ein Kunstwerk für sich und von daher lohnt es sich absolut dort reinzugehen. Zumindest meiner Meinung nach. Ja, ansonsten bin ich jetzt hier auf dem Weg nochmal ein bisschen quer durch den Park vor Richtung zur Promenade, die mir schon bei meiner Ankunft quasi ins Auge gestochen ist. Da will ich noch mal ein bisschen gemütlich lang wandeln. Das Wetter wird langsam schlechter, ich hoffe, das hält sich noch bis zum Abend. Und vor allem dann morgen, weil ich morgen dann eigentlich ein bisschen Ruhe suchen werde und halt ein bisschen irgendwo Richtung ans Meer zum Zelten fahren will. Mal schauen, wie das wird. Nichtsdestotrotz, Zusammenfassung zu Tallinn. Tallinn hat mir wahnsinnig gut gefallen. Unglaublich schöne Stadt, die vor Esprit nur so sprüht. Wirklich, wirklich toll. Und es ist auch eine wahnsinnig junge Stadt, muss man sagen. Sehr, sehr vieles junges Volk unterwegs. Ab Mittag, sag ich mal, geht es dann so richtig los. Die Stadt ist voll, nicht nur mit Touristen, sondern auch Einheimischen. Macht wirklich richtig viel Spaß. Von der Architektur her ist es irre, was hier so alles gestrickt und getan und gemacht worden ist. Irgendwie hat man das Gefühl, hier gab es keine Grenzen, was definitiv sehr, sehr beeindruckend ist. Egal, ob man jetzt auf den Domberg hochgeht, durch die Altstadt durchgeht oder auch einfach um die Altstadt herum, wenn man die Zeit hat, sollte man sich auf jeden Fall so ein paar Vororte auch genauer angucken, die wirklich interessant sind. Ich war gestern da mal so ein bisschen im Westen unterwegs quasi. Da findet man noch die alten Holzhäuser und was Tallinn dann sehr, sehr schön macht, ist, dass überall so aufgestellte Plakate stehen, wo man sich angucken kann, wie das früher ausgesehen hat, so vor 40 Jahren und so. Und wenn man dann den Vergleich zu heute sieht, ist das wirklich super spannend, muss man sagen. Fand ich persönlich sehr, sehr beeindruckend und kann ich jedem nur empfehlen, da auch mal so ein bisschen in die Surroundings sozusagen zu gehen. Ansonsten, ich werde definitiv nach Tallinn zurückkommen irgendwann mal. War, wie gesagt, eine unglaublich impulsive und interessante Stadt, die ich gerne noch mal sehen will. Wobei ich auch glaube, dass diese architektonische Freiheit, die man sich so in den letzten Jahren hier herausgenommen hat, vermutlich in den nächsten Jahren so ein bisschen vor einem kleinen Problem stehen wird. Punkt ist ganz einfach, in den letzten Jahren hat man offensichtlich sehr viel von den alten zerstörten Gebäuden oder von den brachliegenden Hafengebäuden umgebaut und konnte da quasi tun und machen lassen, was man wollte.
langsam aber sicher wird dann der Platz, glaube ich, knapp. Und da wird es dann interessant, wie Tallinn in Zukunft damit umgehen wird. Ob sie dann alte Sachen abreißen, um dann völlig neue, moderne Viertel zu entwickeln, weil hier und da sieht man das so ein bisschen aufkommen. Oder ob man sich dann ein bisschen im Zaum hält und versucht, das Ganze in einer vernünftigen Balance auszuführen. Ich bin gespannt. Wie gesagt, ich werde definitiv in ein paar Jahren mal wiederkommen. Einfach aus Interesse, um zu sehen, was da passiert ist. Ansonsten an euch kann ich absolut nur empfehlen, besucht Tallinn. Wenn ihr die Möglichkeit habt, kommt hierher. Man kann ja mit dem Flugzeug herfliegen, wie auch immer. Ist eine wunderschöne Stadt, kann ich nur empfehlen. Und insofern werde ich jetzt den Nachmittag noch an der Promenade genießen. Und ja, wünsche von meiner Seite her erstmal alles Gute. Ich bin Jens, das ist meine kleine Weltreise. Und wenn ihr mögt, dann schaltet beim nächsten Mal wieder mit ein. Und bis dahin, ja, bleibt alle schön gesund und wir sehen uns. Tschüssi.